Hoppala. Nee. So. Ich muss das einfach ein bisschen langsam machen. Mir tut mein Nacken weh. Ich habe heute im Sport wieder Verrenkungen gemacht. Die waren jenseits von Gut und Böse. Und die kann mein Körper einfach nicht, weil ich wirklich null gelenkig bin. Also wenn ihr denkt, ihr seid nicht gelenkig, ich bin nochmal doppelt so ungelenkig. Das ist richtig deprimierend, weil ich nichts hinkriege. Nichts hinkriege. Während die anderen schon weit, weit vor mir sind. Weil mir fehlt auch einfach die Kraft. Wollte ich sehr viel Sport wieder. Also, Anführungszeichen, sehr viel Sport. Ich mache allgemein einfach Sport wieder. Und das macht ja immer schon einen kleinen Unterschied. So, ich kann wenigstens ein paar Sachen halten. So. Na, wie habt ihr euren Abend so vorgestellt? Ich muss sagen, ich hatte heute richtig Bock auf Minecraft. Ich dachte schon, ich muss Cyberpunk aufnehmen, was auch geil wäre. Also muss ich auch noch. Muss ich dann morgen irgendwann noch machen. Beziehungsweise eher am Mittwoch. Schauen wir mal, wie schnell ich nach Hause komme. Morgen ist wieder so ein sehr voller Tag. Mit Shooting. Vor allem habe ich für das Shooting keine Unterstützung. Was richtig räudig ist. Ich habe, glaube ich, für insgesamt 2 Stunden eine Unterstützung. Geshootet würde aber 6 Stunden. Und ich habe gar nicht geguckt, wie viel ich kochen muss. Aber ich glaube, ich muss morgen gar nichts kochen. Wir müssen weder Burger noch Hotdogs shooten. Was natürlich fantastisch ist. Kommt jetzt morgen noch drauf an, wie viele Produkte wir auch wirklich im Laden bekommen. Und wie sehr ich an Freisteller denken muss. So, okay, wir haben es. Der ist jetzt auch gerade an. Machen wir mal aus. Das hat jetzt nicht funktioniert. Kann ich auf Quartiz Facade? Nicht Facade. Fassade. Da haben wir noch eine. Können auf Fassaden sowas wie Lever gesteckt werden? Warum hat denn das jetzt vorhin funktioniert und jetzt gerade nicht? Willst du mich verarschen? Hä? Auch wenn ich ihn auf Never Active stelle, zieht er mir die Sachen hier raus? Warte mal, kann ich nicht einfach... Ach so. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass ich vielleicht... Aber ich kann bei Insert ja nicht auf Active stellen. Aber das ging doch gerade noch. Vielleicht, weil keine Energie angeschlossen war. Hä? Bin ich jetzt blöd?
Versuch's jetzt nochmal, indem ich das unten dran mache. Ach, der hat doch vorhin nicht funktioniert. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Ja, der muss inserten, nicht extracten, Entschuldigung. Ja, jetzt kriegt er wieder ganz viel. Was ist meine Lever? Der ist active mit dem Signal. Digga. Zieht er immer noch Sachen raus? Hä? Ich verstehe es nicht. Warte, wie heißen denn die Cards? Gibt es irgendeine Redstone-Karte oder so? Ja, es gibt eine Redstone-Karte. Ich mach das mal. Redstone-Karte. Ich nehme aber stark an, dass es dadurch dann... Hä? Warum geht er denn jetzt? Bist du mich verarscht? Ich war doch nur da hinten! Spiel. Du bist so ein Arschloch. Ja, das geht jetzt noch alles auf 64 hoch. Nehme ich mal stark an. Ich weiß nicht, was das Spiel manchmal gegen mich hat. Wirklich nicht. Aber es bereitet mir manchmal starke Schmerzen. Okay, wir haben das gelöst, denke ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hä? Wir können später übrigens auch einen Export-Bus hinbasteln an eine Mülltonne und da einfach alles, oder an so eine Wand an Mülltonnen und da alles rausziehen, was wir nicht möchten. Okay. Wir haben unsere Seeds. Beziehungsweise unser Gemüse. Holy shit, okay. Dann gucken wir doch mal. Pams Harvest Craft. Das erste Rezept ist ein Karottenkuchen. Dafür brauche ich Dough. Dough wäre praktisch, wenn man den auch automatisieren könnte. Ah, ich glaube, ich nehme da so einen Wasserfilter. Okay, warte. Wenn da auch Wasser rauskommt. Das ist der hier, ne? Waterfilter. Ich stelle den mal dahin. Dafür brauche ich dieses Cotton-Ding da. Genau, gut, dass ich noch eins habe. Und dann funktioniert er nicht, das ist gut. Nee, ehrlich gesagt. Warte, wo hatte ich den denn jetzt? Bei dem Dough. Salz. Woven Cotton. Ja, aber... Muss der irgendwo an Wasser gestellt werden oder so? Okay. Google!
Google, kannst du mir bitte helfen? Water Filter Pams Harvest Craft. Ja. Harvest Craft Wiki. The water filter must be placed in the center of a 5x5. What? Fünf mal fünf Feld mit Wasser. Ja, holy. Aber ich kann diesen Dough halt auch immer mit diesem Wasser machen, ne? Genau. Mit diesem Freshwater. Beim Freshwater kann man stacken. Okay, hier kommen ja meine... Wobei ich nur eins machen kann. Ich kann nur die machen. Mehr nimmt er mir schon gar nicht mehr. Ja, gut. Jetzt habe ich da so ein Problem mit diesem 5x5 Wasserfeld. Wir können ja noch weiter in die Richtung gehen, ne? Entschuldigung, ich bin voll fit. Ich glaube, später wird mein ganzer Boden hier einfach voll sein mit Kabeln. Aber der Waterfilter hat mir jetzt ein bisschen Hoffnungen gemacht. 5x5 ist riesig. Gehen wir halt da noch ein bisschen hinter. Scheißding. Wer hat sich das denn ausgedacht? Aber Fresh Water ist halt wirklich praktisch. Also wirklich praktisch. Weil du es halt auch stacken kannst. Und du keine Buckets hast, die da ständig dir im Weg umgehen. Ich hätte vielleicht mal mit der Taschen lernen können, ne? Das wäre vielleicht voll smart gewesen. Aber naja. So. Okay. Wir brauchen hier noch Licht. So, ein 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist tatsächlich jetzt noch eins weiter. So. Zack. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen dann vielleicht noch eins hinter. Merkt ihr meine Freude? 5x5. Warum denn kein, weiß ich nicht, 3x3? Habe ich doch auch. Nein, 5x5. Ich kann wenigstens Wasser von da hinten nehmen. So, hübsch machen wir das natürlich irgendwann mal, ne? Ein paar Mal öfter sagen, damit ich es mir auch irgendwann glaube, dass ich das hübsch machen werde. Weil aktuell glaube ich es mir nicht. Ja, wir haben hier unten jetzt alles schon schön gemacht. Da können wir das jetzt auch noch schön machen. So, was ist denn das Scheiß da? Okay. Ja, damit haben wir ja unendlich Salz. Und so. Wir ziehen das unten raus, logischerweise. So. Direkt hier rein in den Item-Buffer. Wahrscheinlich, oder? Oder machen wir den ein bisschen an Rand? Weil wie viel ich jetzt verlege an Kabel? Also eigentlich auch wurscht. Dann machen wir hier den Item-Buffer rein.
Okay, ich brauche nochmal so einen Item-Buffer. Item. Ach so, Quatsch. Item. Buffer, wo ist er denn? Item-Buffer. Der war ja nicht schwer zu machen, ne? Ich bin fit. Neben dem Item-Buffer brauche ich natürlich auch wieder einen Stick. Ja, nur 13.000 davon. Easy. Geht das mit Shale? Natürlich nicht. Dann brauche ich Krubbel. Krubbel? Ich mache da mal ein paar. Item-Buffer, Level... Genau, ich brauche noch ein Bucket. Bucket, damit ich den Quatsch auf voll krieg. So. Ich meine, wofür habe ich euch denn? Für genau sowas. Ach so, halt, nee, ich wollte erst. Ich brauche erst die Item-Conduits. Die hier drüben nach da draußen gehen. Da kommt dann der Item-Buffer hin. Wobei, der gehört eigentlich hier rein. Wo ist er denn jetzt? Da ist er, Item-Buffer. Ich muss auch hier nochmal eins runter. Das ist Extract, Always Active. Das ist Insert. Dann kommt hier. Zack. Machen wir hier durch. Ja. Da kommt dann der Export-Bus hin. Mit den anderen Conduit-Sachen. Okay. So. Jetzt muss hier Wasser rein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel genommen habe. Es reicht ja eigentlich das, was ich hier jetzt habe. Für so eine Infinity. Quelle. Hoppala. So. Immer noch hier. Jetzt habe ich das gleiche wieder gemacht. So. Okay. Ja! Ach, ich brauchte von mehrere so Kotten-Dinger. Sind mich jetzt schon wieder. Die sind jetzt in dem Item-Buffer drin, ne? Der ist eine Active Signal. Okay, das heißt, ich kann hier an den Rand so eine Klotsch hinstellen mit Cotton, der mir da oben. Dafür brauche ich auch wieder Energie, ne? Brauch noch mal so eine Klotsch. Da, Klotsch. Gib mir das mal bitte einmal alles weg. Habe ich eigentlich mal wieder Gold? 54, es geht. Ja, dann würde ich die mal hier reinschmeißen. In der Hoffnung, dass die hinten nicht an sind, aber ich glaube nicht. Nee. So. Dann, und ich brauche so eine Auto. Autocrafter. Auto. Crafter. Jawohl. Weil der kommt dann. Könnte ich eigentlich in die Wand einlassen. Kommt nämlich dann hier hin.